Dann begrüße ich mal zum Princess Maker 2. Princess Maker 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Was lustig ist, es ist von Gainax, also dem Studio, das auch verantwortlich ist für bläh. Neon Genesis Evangelion. Und ja, im Grunde genommen, es geht darum, man erhält eine Tochter im Alter von 11 Jahren und muss sie erziehen, bis sie 18 Jahre ist. Und das Spiel ist sehr viel tiefer, als man meinen würde. Es ist eines dieser nur noch einen Tag, nur noch einen Monat Spiele. Und ja, ich würde sagen, sind im Moment wenige Zuschauer, aber das ist ja egal, es werden wahrscheinlich nicht wirklich mehr werden. Und ich habe aus der Vergangenheit gelernt, ich werde einfach, wenn jemand etwas im Chat schreibt, werde ich es einfach wiederholen, damit die Leute, wenn ich das Video irgendwo hochlade nachher, auch wissen, auf was ich überhaupt geantwortet habe. Und in dem Sinne, fangen wir an. Gut, wie nennen wir uns? Ich würde ja jetzt Schneider sagen, aber ich warte noch auf Inputs aus dem Chat. Gibt's irgendeinen Grund, warum Granell? Wir haben einen Zweikampf, Schneider versus Granell. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Okay, Ignis, das klingt nach einer interessanten Novelle, die du da liest. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Ah, Protagonist heißt Belle Cronell. Okay, dann ne, ich bleibe jetzt mal bei Cronell als Name, weil ich habe andere Safe States, da heiße ich schon Schneider und das verwirrt mich dann nur. Und jetzt kommt die wichtigste Frage: Wie nennen wir unsere Tochter? Felicia. Okay. Felicia klingt gut. Gut, dann klingt Felicia gut. Oh Gott. Ja, was wir natürlich auch machen können, ist hier das Geburtsdatum unserer Tochter entscheiden. Es hat nur einen gewissen Einfluss, und zwar das Geburtsdatum unserer Tochter definiert, was für ein Sternzeichen sie hat. Und das Sternzeichen definiert ein wenig die Anfangswerte. Also einfach, welche Skills höher sind, welche nicht höher sind. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt aber auch nicht auswendig. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das Einzige, worauf ich... Ja, der Stream hat einen gewissen Delay. Das ist leider so. Ich versuche ihn so niedrig zu halten wie möglich. 10 Sekunden Delay geht noch. Ich hatte auch schon 30, 40 Sekunden. Also 10 Sekunden, nicht 10 Minuten.
Gut, was noch speziell ist, Ende September oder Ende Oktober findet im Spiel immer ein Wettbewerb statt. Und je höher die eigenen Skills sind, desto höher ist die Chance, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Das heißt, wenn man den Geburtstag auf Anfang Oktober setzt oder Anfang November setzt, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man fast ein Jahr lang mehr seine Skills hochleveln kann, um dann größere Chancen haben, um einen Wettbewerb zu gewinnen. Aber seien wir ganz ehrlich, wir werden keine Chance haben, im ersten Jahr irgendwas zu gewinnen. Irgendwelche Vorschläge fürs Geburtsdatum? Sonst werde ich einfach nur mit der Maus herumfahren und irgendwas anklicken. Okay, ich habe jetzt zwei Vorschläge. 7.9., 31.10. 31.10. Ist das nicht Halloween? 1. April-Scherz. Und vogelfrei ist egal, wann sie Geburtstag hat. Hauptsache, sie wird intelligenter. Ich wollte eigentlich nicht cheaten, aber ich schau mal kurz die Grundwerte an. Birthday Stats. Also 31.10. bei Halloween, das kam jetzt schon zwei, dreimal. Also werde ich wahrscheinlich darauf anlegen. Am meisten auf Intelligenz aus wäre Uranus. Und das wäre zwischen Ende Januar und Anfang Februar. Aber wir haben jetzt am meisten 31.10. gehört. Und das wäre. Wer wäre das? Ich glaube, das wäre Hades. Genau, das wäre Hades. Ja, der hat gute Grundwerte, also so weit, so gut. Vor allem, Hades hat sehr viel Charisma. Also ich würde sagen, 2 gegen 1 gegen 1. Wir haben den 31. Oktober, wir feiern Halloween mit unserer Tochter. Okay, wie alt bin ich? Ich bin hier einfach ich bin 34, ich bleibe 34. 34 ist ein gutes Alter, um eine 11-jährige Tochter aufzuziehen. Geburtstag, da bin ich jetzt ein Betrüger. Ich nehme den, an dem ich wirklich geboren bin, 26. Februar. Okay, Ingame-Musik, ich lese gerade, die Ingame-Musik ist immer noch zu laut. Das heißt, ich drehe noch weiter runter. Wie verhält sich die Ingame-Musik jetzt zu meiner Stimme? Okay, gut. Ich muss ehrlich gesagt auch bei meiner eigenen Tastatur den Sound runterdrehen, damit ich überhaupt mich selber sprechen höre. Also von daher macht das Sinn. Gut, was habe ich gesagt? Genau, mein Geburtstag ist der 26. Februar, also bleibe ich dabei. Und
Und jetzt kommt die wichtigste Frage von allen. Was für eine Blutgruppe hat unsere Tochter? Hier merken wir wieder absolut typisch, es ist ein japanisches Spiel. Weil auch die Blutgruppe hatten Einfluss auf die Skills unserer Tochter. Also ich... Okay, alle wollen null. Ihr wollt nicht mal wissen, was der Rest ist. Also, ich erkläre es euch kurz, was die verschiedenen Blutgruppen sind. Einfach, damit ich es mal noch kurz erwähnt habe. A. Man erhält zwei Moral pro Monat, aber auch zwei Stress pro Monat. Und sie wird niemals glücklich sein. Sie wird niemals lächeln. Blutgruppe B heißt, sie verliert jeden Monat zwei Stress, aber verliert auch zwei Charisma. Null heißt einfach ein Stress dazu pro Monat und sonst gar nichts. Und das nur, wenn sie gar keinen Stress hatte. Und AB heißt plus 2 Sensitivität, aber auch plus 1 Stress pro Monat. Also im Grunde genommen, AB ist ein bisschen besser als 0, aber ich bin auch Blutgruppe 0. Wir sind hier scheinbar fast alle Blutgruppe 0. Ich meine, wenn ich in den Chat gucke, 0, 0, 0, A, 0. Und ja, die Masse sagt 0. There once was a city in the world of moors. Its king was proud of his position and its people were arrogant and underwhelmed. Its rulers made Verdammt, ist er schnell. Okay, der Text geht zu schnell vorbei. Im Grunde genommen ist es relativ simpel. Die Dämonen haben damals die Menschen angegriffen und waren sehr viel stärker als die Menschen. Dann kam ich, der große Krieger Kranel. Ja, es ist schön, wenn ihr scheiße in Englisch seid, weil der Text ist vor allem recht heftig. Also es ist recht hochstehendes Englisch teilweise. Ja, erinnert mich an Piccolo, der Typ. Ja, das stimmt eigentlich. Der Bösewicht hat was von Piccolo. Er ist auch nicht dumm. Also der Dämonenprinz ist nicht irgendwie ein hirnloser Schläger. Also, Akeniel, ich weiß, dein Englisch ist, du hast gerade gesagt, dein Englisch ist nicht gut, aber keine Sorge, ich übersetze, worum es eigentlich im Großen und Ganzen geht. Und zwar, kurz die Story zusammengefasst. Das ist meine Tochter. Und ich war der große Krieger Kranel. Ich habe mich ins Lager geschlichen von den bösen Dämonen, habe den Dämon im Zweikampf besiegt. Er ist dann geflüchtet, bevor ich ihm den Todesstoß geben konnte. Und der König hat sich bei mir bedankt. Die Dämonen wurden als göttliche Strafe geschickt, weil die Menschen zu dekadent waren. Und jetzt übergibt mir der Gott Hades eine Tochter, damit ich sie aufziehen kann, damit ich aus ihr ein göttliches Wesen machen kann. Also, es dauert eine Weile, bis ich lesen kann, was ihr geschrieben habt. Aber das hier unten, das ist Cube. Er ist mein Butler. Er ist ein kleiner Dämon. Und ja, eigentlich übernimmt er die ganze Erziehung. Ich mach fast nichts. Und wie er gerade gesagt hat, das hier sind so die Werte von unserer Tochter. Ihr seht, wir haben verdammt viel Werte.
Und ich gehe jetzt mal nicht alles mit euch durch, weil ich glaube mal, ihr könnt verstehen, was Konstitutionen sind. Also Konstitution ist wichtig für die Hitpoints, also für die Energie, die sie hat. Vor allem, wenn wir dann nachher unterwegs sein wollen. Sie hat recht viel Charisma. Moral ist recht wichtig, weil sonst wird sie böse. Also böse. Einfach ungehalten. Und das Bild, die Frage, warum ist ein Bild von Fischen in ihrem Zimmer? Sie kann selbst Bilder zeichnen. Also man kann sie in die Schule schicken, da lernt sie zeichnen. Das sieht man hier am Wert Art. Und je besser sie zeichnet, desto besser sind die Bilder, die dann hier hinten hängen. Und ja, vogelfrei, man kann hier in dem Spiel auch kämpfen. Also ich kann sie im Kampf ausbilden und dann kann ich daraus ein Rollenspiel machen. Und was wir auch machen können, ich kann jeden Monat, also das Spiel ist immer auf der Monatsbasis, ich kann immer entscheiden, was ich welchen Monat lang machen will. Und wir können zum Beispiel uns mit ihr unterhalten, wir können ihr Taschengeld geben oder wir können sie zusammenschnauzen. Es gibt im Moment keinen Grund, sie anzuschnauzen, weil sie wurde gerade erst geboren. Also, irgendwie. Was ich jetzt mache, ich würde sagen, wir unterhalten uns mit ihr. Und eben, wir können sie fragen, wie es ihr geht, wie es ihr in der Schule läuft, was ein bisschen doof ist, weil momentan ist sie noch nicht in der Schule. Oder sonst über irgendein Thema, was sie gerade bewegt. Es ist unser erstes Gespräch mit unserer Tochter, also am einfachsten, wie es ihr geht, how she's doing, weil über alles andere kann sie noch gar nicht sprechen. Okay, sie will überhaupt nicht mit uns reden im Moment. Was wir auch tun können, ist, wie gesagt, wir können einstellen, wie sie sich ernähren soll. Wir haben die normale Diät, wir haben die robuste Diät, wir haben die Slimdown-Diät und wir haben die Weight-Loss-Diät. Also Slimdown heißt, sie sollte ein bisschen dünner werden, weil wir haben hier oben ihre Maße. Es gibt aber auch eben die robuste Diät, die macht sie zwar dicker, aber am Anfang wähle ich sehr gerne die robuste Diät aus einem einfachen Grund. Sie kostet sehr viel mehr Gold, also uns wird recht schnell das Gold zu Ende gehen. Aber der Punkt, warum ich gerne robuste Diät auswähle, ist, weil eine robuste Diät automatisch die Konstitution hochtreibt. Und sobald bei unserer Tochter die Sensitivität, also sobald sie zu sensibel ist, verglichen mit anderen Werten wie der Konstitution, haut sie plötzlich ab, verschwindet sie einfach für einen Monat und wird nicht mehr gesehen. Und das ist recht umständlich. Und deswegen jage ich am Anfang gern die Konstitution hoch, einfach damit, sie mir nie abhaut. Und wenn ich mal unterwegs bin, damit sie ein bisschen was aushält. Eben, wir sehen, eine robuste Diät kostet 80 Gold im Monat. Ich lasse es jetzt im Moment beim normalen Standard. Und ja, Diät ist Ernährung in dem Fall. Hier haben wir auch nochmal ihre generelle, ihre Maße, ihre Körpergröße in Fuß. Also sie ist im Moment etwa fast 5 Fuß groß, das heißt, sie ist im Moment 5 mal 30, etwa 1,50. So Pi mal Handgelenk. Sie ist 0% krank, sie ist 0% delinquent, sie hat eine Popularität von 10. Was wir auch machen können, wir können in die Stadt gehen
Und wir haben jetzt Oktober, also es ist kurz vor, nein, es sind Pfund. Also das Gewicht sind keine Kilo, sondern Pfund. Also was ich immer am Anfang mache, ist, ich gehe zum Tailor, also zum Schneider. Der Schneider geht zum Schneider. Und ich kaufe dann immer ein Sommerdress und ein Winterdress. Der Grund ist deswegen, wenn es kalt wird und wir haben keine speziellen Winterklamotten, könnte sie krank werden. Die beiden Dinge, die ihr hier unten seht, Mad Eddie und Beta Shop, die zwei ignorieren wir jetzt. Der Grund ist, eigentlich würden diese beiden Fenster gar nicht existieren. Ich habe mir einen Mod runtergeladen, den die Macher vom Spiel benutzt haben. Und da könnte ich jetzt einfach betrügen. Ich könnte mir Geld geben lassen, ich könnte mir alles Mögliche geben lassen, und das will ich nicht. Ich will nicht betrügen in dem Spiel. Ich habe es einfach mal installiert, um zu testen, aber ja. Spinnen lieb. Gut, was wir auch machen können ist, einmal im Monat kann man zum Palast gehen und mit verschiedenen Leuten reden, also mit dem Wachmann, mit dem König. Der Punkt ist einfach immer, man muss gewisse Anforderungen erfüllen, damit diese mit einem sprechen wollen. Man muss beliebt sein, man muss intelligent sein und so weiter und so fort. Aber eine Gangsterprinzessin hat doch was. Wegen der Delinquenz, ja, man kann, also ich sag's jetzt schon, das Spiel hat etwa 50 verschiedene Endings, von einer normalen Hausfrau über Königin bis zu Dämonenprinzessin kann unsere Tochter alles werden. Sie kann auch eine Domina werden oder eine Prostituierte, also wir sind da wirklich sehr frei, und ich richte mich da sehr stark danach, was ihr, nachher entscheidet, wie wir sie aufziehen wollen, weil ich habe meine Art zu spielen, aber ich überlasse es jetzt eigentlich den Leuten im Chat zu bestimmen, was rausläuft. Und eben, wir sind jetzt im Palast. Guten Tag, Miss. Was wollen Sie hier im Palast? Ich bin gekommen, um hier die Leute zu treffen. Hoho! Sie möchten wohl Connections machen, hm? Du bist ja aber eine moderne Frau. Naja, na dann. Lass mich dir einige Tipps geben. Je wichtiger die Person ist, zu der du sprechen willst, desto größer wird der Effekt auf deinen Ruf sein. Wie dem auch sei, wichtige Leute werden nicht einfach so zustimmen, sich mit dir zu treffen. Was soll ich dann tun? Sei immer freundlich. Die höherrangigen Personen legen sehr viel Wert auf Etikette. Also im Moment können wir eigentlich nur die Palastwache treffen. Und ja, für mich ist es ein bisschen Backseat Gaming. Ich werde ab und zu mal Tipps geben, damit wir uns nicht komplett verlaufen. Eben wie zum Beispiel, dass ich vorhin die Klamotten gekauft habe. Aber im Grunde genommen, die Richtung, die sie nehmen soll, werden wir nachher sehen. Mein Freund zu werden ist nicht wirklich schwierig. Also, ist nicht gerade ein großer Event. Felicia amüsiert sich mit der Palastwache zu plaudern. Und wir haben gesagt, manche Leute können kein Englisch, also übersetze ich. Ich denke, Grazie und, Refinement, was ist Refinement? Refinement ist, wie man sich in gehobener Klasse verhält, sind die wichtigsten Qualitäten einer Frau. Ihre Popularität hat sich um 1 erhöht. Popularität kann übrigens bis 1000 hoch. Hier können wir sie ausrüsten mit verschiedenen Dresses, aber im Moment ist das okay. Und hier könnten wir dann speichern, aber das ist jetzt im Moment nicht wichtig. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil. Wir müssen uns entscheiden, was soll sie eigentlich machen. Wir müssen darauf achten,
Sie hat einen gewissen Stresslevel, der nicht überschritten werden darf. Wir können sie in die Schule schicken. In der Schule gibt es Wissenschaft, Poetry. Popularität hat immer einen Effekt. Also bis zu welchem Wert hat Popularität einen relevanten Effekt? Bis etwa 500-600 hoch hat es einen Effekt auf das Spiel selbst. Es gibt Poetry, es gibt Theologie, es gibt Strategie, es gibt Fechten, es gibt Kämpfen, es gibt Magie, es gibt Protokoll, es gibt Malen und es gibt Tanzen. Diese Preise hier, das ist nicht, was es pro Monat kostet, sondern pro Tag. Wir können eigentlich dreimal im Monat, wir können sie immer für etwa 9 oder 10 Tage in etwas schicken, in einen Kurs schicken, und das ist der Preis pro Tag. Also wenn wir sie jetzt zum Beispiel 10 Tage in den Wissenschaftsunterricht schicken, dann verlieren wir 300 Gold. Also man muss sich wirklich sehr viel überlegen, wofür man sein Geld ausgibt, auch weil wir im Moment 30 Gold pro Monat für Ernährung ausgeben. Aber man kann natürlich auch Geld verdienen, und zwar indem man sie arbeiten lässt. Ja, wir arbeiten nicht selber, wir erhalten nur einmal im Jahr 500 Gold Rente. Weil wir sind der große Krieger, der die ganze Stadt gerettet hat, der das ganze Land gerettet hat. Die Leute sind uns so dankbar, dass wir einmal im Jahr 500 Gold Rente kriegen. Das Spiel ist in der Hinsicht ein bisschen blöd. Ich bin arbeitsunfähig. Meine Tochter, meine 10 Jahre alte Tochter, muss für mich arbeiten gehen. Und eben, wir können sie als Babysitterin arbeiten lassen. Wir können sie als Servierdüse arbeiten lassen. Wir können sie in einer Kirche arbeiten lassen. Wir können sie in meinem... Also, nee, das ist im Hotel. Und das hier ist im Restaurant. Und dann können wir sie auf einer Farm arbeiten lassen. Wir können sie auch zu Hause gratis arbeiten lassen. Der Punkt ist, warum sollte ich sie gratis arbeiten lassen, wenn ich Geld verdienen könnte? Der Punkt ist, sie muss erst lernen, gewisse Dinge zu machen, und jeder Job, den sie ausübt, steigert einige Fähigkeiten, senkt aber andere. Und die Hausarbeit ist zum Beispiel wichtig, dass sie die macht, weil wenn sie nie Hausarbeit gemacht hat, wenn sie nicht regelmäßig Hausarbeit macht und nicht immer mal wieder auch als Babysitterin gearbeitet hat, entwickelt sie kein Gefühl dafür, eine Mutter zu sein, eine Hausfrau zu sein. Und das kann sein, dass sie dann nie Kinder hat, weil sie nie Kinder haben will. Oder auch nie heiratet oder dergleichen. Also man muss darauf achten, dass man irgendwie sie in eine Richtung drängt, aber trotzdem ausgeglichen sie erzieht. Es ist komplex. Und dann könnten wir sie auch auf ein Abenteuer schicken, aber ich sage das jetzt gerade, solange sie nicht solange sie nicht gewisse Skills hat im Kämpfen, solange sie nicht eine Mindeststärke hat, eine Mindestausdauer, geht sie drauf. Geht sie absolut drauf. Und sie hat bei weitem nicht genug Charisma, um sich aus Kämpfen rausquatschen zu können. Was wir auch machen können, wir können ihr Freizeit geben, und das müssen wir sogar, dass sie zum Beispiel in Urlaub dass wir zusammen in Urlaub fahren, oder dass sie ein bisschen allein durch die Stadt läuft, einfach um ihren Stresslevel runterzukriegen, weil wenn sie in die Schule geht oder wenn sie arbeitet, steigert sich ihr Stresslevel. Und der Stress macht krank. Das hat dieses Spiel schon viel früher kapiert, als Arbeitgeber es heute kapieren. So, und jetzt spielen wir schon eine halbe Stunde und wir haben eigentlich noch überhaupt nichts gemacht, außer ihr einen Namen gegeben. Also, was wollen wir machen? Ich werfe hier mal die Frage in den Chat. Arbeiten oder Schule?